Ein Reisemobil entsteht. Für weit über 100.000 Euro. Vom Rohchassis bis zum fertigen Urlaubsdomizil auf Rädern inklusive Luxus-Lounge in Edeloptik. Urlaub mit dem Wohnmobil ist so beliebt wie nie zuvor. Hier werden die rollenden Ferienhäuser gebaut. Der Rest von der B-Säule kommt jetzt weg. Die Wände der Reisemobile werden computergesteuert gefräst. Präzisionsarbeit. Wenn alles perfekt eingestellt ist, wartet auf Millimeter. Die gesamte Innenausstattung wird in der hauseigenen Schreinerei angefertigt. Die Küchenelemente werden gleich mit eingebaut. Beim Kochfeld hat Sicherheit Priorität. Beim Anschließen muss man beachten, dass die zu 100% gasdicht ist. Wohnmobilbau am Fließband mit größtmöglicher Flexibilität. Wir haben über 220 verschiedene Grundrisse. Und natürlich muss jeder Mitarbeiter die alle auch drauf haben. Endkontrolle, Suche nach Fehlern und Beschädigungen. Hier zum Beispiel hat der Kollege einen Kratzer entdeckt. Na ja, dann müssen wir das Teil wieder ausbauen. Und alles dicht? Letzte Kontrolle in der Berieselungsanlage. Einer der größten Reisemobilhersteller Europas hat seinen Sitz im niederbayerischen Jandelsbrunn. 1.500 Mitarbeiter produzieren hier jährlich rund 26.000 Wohnanhänger und Caravans. Das Flaggschiff ist der Dreiachser Knaus Sun-i 900. Er ist knapp 9 Meter lang, 2,35 Meter breit und etwa 3 Meter hoch. Den Großteil der Inneneinrichtung und der Außenhaut produziert der Hersteller vor Ort. Zu Preisen zwischen 120 und 150.000 Euro gibt es Luxus pur. Ein riesiges Platzangebot, Sitzbezüge in edlem Leder, 4 großzügige Betten sowie ein Bad mit separater Duschkabine und einer abgetrennten Toilette. Technische Finessen wie einen versenkbaren Fernseher im Wohnbereich, eine voll ausgestattete Küche mit 3 Flammenherd und einer Kühl-Gefrier-Kombi runden die Ausstattung ab. Ein Abstellplatz neben den riesigen Fertigungshallen dient als Zwischenlager für die Chassis der Reisemobile. Die fahrbare Basis für mehr als 2/3 aller in Deutschland gebauten Wohnmobile stammt aus Italien. Die Fahrgestelle des Transporters Fiat Ducato werden mehr oder weniger nackt angeliefert. Der Fahrer sitzt auf einer Holzkiste. Ziel der Überführungsfahrt ist ein Fahrzeugbauspezialist, der nur 300 Meter entfernt seinen Firmensitz hat. Hier bauen Experten die Chassis so um, dass später das Wohnmobil darauf aufgebaut werden kann. Die Monteure entfernen die ursprünglichen Sitzgestelle, denn später werden hier Sitze montiert, die man in Richtung Innenraum drehen kann. Auch die Wischmotoren werden aus- und das Lüftungssystem umgebaut. Der Grund: Die Frontscheibe wird später deutlich weiter vorne ansetzen. Außerdem verschrauben die Monteure Winkelbleche an der Transporterbasis. Das Armaturenbrett, das wird verbreitert, da die Karosserie schmäler ist wie der spätere Aufbau dann. Das Ganze wird natürlich breiter gemacht und das sind die Aufnahmepunkte jetzt dann für die spätere Armaturenbrett, für das größere. Parallel dazu baut ein Mitarbeiter den serienmäßigen Tankstutzen aus. Weil das Wohnmobil breiter wird, müssen die Einfüllschläuche für Diesel und AdBlue verlängert werden. Der nächste Schritt wäre jetzt der Beschnitt von der Karosserie. Der Rest von der B-Säule kommt jetzt weg. Das wird dann später auch nach vorne ausgeschnitten, damit der neue Tankstutzen dann Platz hat. Auch weitere Blechteile, die beim Umbau zum Reisemobil stören, werden entfernt. Die Monteure tragen zunächst Rostschutz auf alle Schnittstellen auf und anschließend Unterbodenschutz. Am Heck verlegen sie noch zusätzliche Kabel für die Heckleuchten.
damit sind die Arbeiten am Chassis erledigt. Weiter geht es in eine andere Montagehalle. Hier wird die Elektrik des ursprünglichen Transporters angepasst und ergänzt. Mehrere hundert Meter Kabel werden zusätzlich verlegt. Schließlich braucht es für den Wohnbereich des Luxuscampers Dutzende von elektrischen Anschlüssen und reichlich Elektronik. Auch die Leitungen für die verstellbaren Außenspiegel werden hier vorbereitet. So ein voll integriertes Wohnmobil hat natürlich dann auch dementsprechend größere Spiegel. Größere Fläche braucht man natürlich einen größeren Spiegel, also da reden wir irgendwo im Bereich vom Omnibus. Ein weiteres wichtiges Element ist das Navigationssystem, in das eine ganze Reihe zusätzlicher Funktionen integriert wurde. Die Rückfahrkamera, dann Smartphone-Funktionen noch mit dazu und immer spezielle Camping-Software drauf, da wo dann auch die Campingplätze mit angezeigt werden. Ein besonderes Feature des Navigationssystems, es warnt vor Unterführungen, die für das 2,94 Meter hohe Luxusmobil zu niedrig sind. Der letzte Arbeitsschritt dient nicht der Sicherheit oder der Funktionalität, sondern rein der Optik. Es geht um den Kühler. Ein Mitarbeiter reinigt ihn zunächst mit Isopropanol und trocknet ihn dann mit Druckluft. Jetzt bekommt der Kühler eine neue schwarz glänzende Lackschicht. Das soll für einen höherwertigen Look sorgen. Denn der Kühler wird später hinter der neuen Frontverkleidung des Wohnmobils sichtbar sein. Die Umbauarbeiten am Fahrwerk sind abgeschlossen. Ein Mitarbeiter fährt das Chassis in das Werk des Reisemobilherstellers. Hier wird es innerhalb der nächsten 24 Stunden zum Wohnmobil aufgebaut. Erster Arbeitsschritt. Die Monteure setzen den Unterboden auf eine Dichtklebemasse, pressen ihn an und verschrauben ihn mit dem Chassis. Die Unterbodenplatte ist ein Sandwich aus lackiertem Alu und einer wärmedämmenden, wasserfesten Hartschaumschicht. Der Boden der späteren Heckgarage besteht aus glasfaserverstärktem Kunststoff. An den Rändern bei den Verschraubpunkten haben wir eine dichte PVC-Kunststoffleiste, ca. 40 mm breit zur Verschraubung der Seitenwände. Hier sehen wir Versteifungsrohre für einen späteren Fußboden, darunter liegend Stauraum für sperrige, längere Teile. Hier haben wir den vorgesehenen Platz für Frischwassertank und Grauwassertank, also Abwassertank, natürlich beheizt für die Wintertauglichkeit der Fahrzeuge. Über die vorderen Räder montieren Mitarbeiter jetzt die neuen Radkästen. Sie bestehen aus aufgeschäumtem Kunststoff. Dieser ist leichter als Stahlblech und dämmt die Geräusche bei Steinschlag. Ebenfalls aus aufgeschäumtem Kunststoff besteht die Unterkonstruktion, die später das neue Armaturenbrett aufnehmen wird. Die Endfertigung findet auf einer Montagestraße statt. In 16 Stunden, also 2 vollen Arbeitstagen, wird hier das Wohnmobil komplettiert. Der erste Arbeitsschritt, die Tanks für Frischwasser und Abwasser werden eingesetzt. In jeden passen rund 180 Liter Flüssigkeit. Das Servicemodul für die Tanks mit Wasserpumpe und Ablassventil ist, wie die Tanks selbst, beheizt und damit wintertauglich. Das nächste Anbauteil ist sicherheitsrelevant für die Mitfahrer im Wohnraum des Reisemobils. Die Basis für den sogenannten Gurtbock. Hier wird später, nachdem die Bodenplatte montiert ist, das Gurtgestell aufgeschraubt, um dann die Sitzplätze mit Sicherheitsgurten im Fahrbetrieb sicherzustellen. Das heißt, das ist jetzt die Basis dafür und das Gurtgestell wird später dann verschraubt. Hier vorne haben wir einen sogenannten Wechselrichter. Hier wird aus 12 Volt der Aufbaubatterien 230 Volt, damit das Fahrzeug auch autark frei stehen kann und trotzdem Kaffeemaschine betrieben werden kann mit 230 Volt. Dieser Wechselrichter ist allerdings eine Sonderausstattung und kostet zusammen mit einer dritten 95 Amperestunden Batterie rund 4.500 Euro Aufpreis. Überall im Fahrzeug verbauen die Monteure Wärmetauscher, also Warmwasserheizkörper.
Dieser Luxuscamper braucht Dutzende davon. Denn die Fahrzeugheizung des Fiat Ducato reicht im Winter bei weitem nicht aus, um den über 30 Kubikmeter großen Innenraum des Wohnmobils warm zu bekommen. Die Arbeiten auf dem Unterboden sind abgeschlossen. Per Vakuumheber setzen Mitarbeiter nun den beheizbaren Fußboden darüber. Er ist beschichtet mit hochabriebfestem PVC im Yachtholz-Design. Das Aufsetzen ist ein kritischer Moment. Es dürfen keine Kabel, Schläuche oder Rohre eingeklemmt werden. Einen solchen Fehler nachträglich zu beheben, wäre enorm aufwendig, wenn nicht unmöglich. Verschraubt wird erst, wenn sich die Monteure ganz sicher sind, dass alles passt. Auf den Fußboden montieren die Techniker jetzt den Gurtbock mit den Sicherheitsgurten für Mitfahrten in der Wohnsitzecke. Dann geht es weiter auf die Hebebühne. Hier wird die Trittstufe verkabelt, die zum Ein- und Aussteigen auf Knopfdruck elektrisch ausfährt. Eine Luftfederung kostet rund 11.000 Euro. Diese Sonderausstattung beinhaltet auch eine weitere hilfreiche Vorrichtung. Das automatische Nivelliersystem, das mir auf dem Campingplatz sozusagen gewährleistet, dass das Fahrzeug immer genau waagerecht steht. Das System besteht im Wesentlichen aus vier hydraulischen Hubstützen. Da reicht im Grunde genommen ein Knopfdruck und das Fahrzeug wird, wie man als Techniker sagt, ins Wasser gebracht. Ein Monteur schließt noch ein Zusatzaggregat an, das für den Winter wichtig ist. Einen sogenannten Frostwächter. Der Frostwächter ist dafür da, dass, wenn das Wassersystem kälter wird als Frosttemperatur, Wasser dehnt sich ja aus, würde dann zu Beschädigungen im System führen. Und wenn die Heizung nicht läuft, dann lässt dieser Frostwächter automatisch per Notschaltung das Wasser ab, damit das Wassersystem im Reisemobil nicht beschädigt wird. Die Arbeiten auf der Hebebühne sind beendet. Ab jetzt gibt das Fließband den Arbeitstakt vor. Dazu kommt ein Schuh in die Transportschiene, der ab jetzt das Wohnmobil voranzieht. Exakt 37 cm pro Minute. Bei dem Knaussan i900 handelt es sich um eine Version mit fast maximaler Sonderausstattung. Hier gibt es nicht nur die serienmäßigen zwei Tanks für Frisch- und Grauwasser, sondern insgesamt vier. Warum? Bei diesem Fahrzeug wurde auf Kundenwunsch eine Zerhackertoilette montiert. Bedeutet, dass die Exkremente zerhackt werden und dann in einen separaten Tank zwischengelagert werden. Wir können sogar per Kamerasteuerung überwachen, wenn wir das Fahrzeug über der Entsorgungsstation, über dem Rost fahren. Dann können wir das innen drin als Fahrer auf dem Monitor sehen. Bin ich in Position und kann dann den Ablasshahn drücken. Ein Extra, das mit rund 2.500 Euro zu Buche schlägt. Als nächstes verlegen die Monteure Gas-, Wasser- und Abwasserleitungen. Gas benötigen das Kochfeld sowie Kühlschrank und Heizung, die aber auch elektrisch betrieben werden können. Die Wasserleitungen braucht es zum einen für die Wärmetauscher, also die Heizkörper, sowie für Spüle, Bad und WC. Die Leitungen mit der blauen Linie sind dabei für Kaltwasser, die mit der roten für Warmwasser. Im nächsten Schritt bauen die Techniker die Möbel in das Luxuswohnmobil ein. Hier, in der hauseigenen Schreinerei, entstehen die Möbelteile für das Luxusreisemobil. Basis dafür ist wasserfest querverleimtes und außen furniertes Sperrholz, sogenannte Multiplexplatten. Dieses Material arbeitet nicht und ist dabei leicht und gleichzeitig stabil. Eine computergesteuerte Fertigungseinheit fräst die Möbelteile aus großen Platten. Eine spezielle Software sorgt dafür, dass dabei möglichst wenig Verschnitt anfällt. Viele der Möbelteile müssen umleimt sein, da sie Sichtkanten haben. Dafür sorgen zum Großteil Maschinen.
Besonders beanspruchte Kanten, etwa von Tischen oder Arbeitsplatten, umleimen die Mitarbeiter der Schreinerei manuell mit einer 3 mm starken sogenannten Dickkante aus Kunststoff. Diese Kanten werden verklebt und anschließend bündig abgeschnitten. Der Überstand der Kanten wird im nächsten Arbeitsschritt abgefräst. Polieren, reinigen und fertig. Das A und O für die Ausstattung eines Reisemobils ist die Stabilität. Maßgeblich dafür sind die mechanischen Verbindungen, die unter anderem diese Maschine einarbeitet. Sie bohrt Löcher für Dübel, Verschraubungen und Möbelverbinder und presst sie in das Holz ein. Am Ende der Bearbeitungsstraße wird das fertige Möbelteil wieder entfernt. In diesem Fall eine Stellwand für einen Küchenunterschrank. Wir sehen hier die Möbelverbinder zum Teil und die Verbinder an die Wand und zur oberen Platte, die gebohrt wurden und eingepresst wurden. Hier sehen wir zum Beispiel die Bohrungen für Fachträger. Hier sind noch Durchbohrungen und das sind Dübelbohrungen. Und hier kommt eine Schraube durch. Die Holzabfälle aus der Schreinerei, die keinen Kunststoffanteil haben, landen hier, im firmeneigenen Heizkraftwerk des Wohnmobilherstellers. Hier werden auch andere Echtholzabfälle wie Einwegpaletten oder Verpackungsmaterial verwertet. Die größeren Teile werden in dieser Anlage geschreddert und dann in drei großen Kesseln verbrannt. Die Abwärme dient der Warmwasseraufbereitung und der Heizung aller Hallen und Bürogebäude. Die fertigen Möbelteile aus der Schreinerei setzen Monteure jetzt zu kompletten Einbauelementen zusammen. Hier entsteht gerade eines der größten Möbelstücke für das Luxusreisemobil Sun i900, der Bettkasten, der an die Heckgarage angrenzt. Also wir stehen praktisch in der Garage. Das ist die Garage vom Wohnmobil. Das ist die Hinteransicht vom Bett. Hier oben kommen die Bettrahmen drüber, links, rechts. Und hier ist praktisch Mitte ist die Liegewiese. Das ist die Drittstufe. Hier ist noch ein Stauraum. Im Einstiegsbereich des Luxuscampers bringen die Monteure jetzt eine LED-Ambientebeleuchtung an. Sie weist den Insassen später im Dunkeln den sicheren Weg ins Bett. Noch eine Schublade hinein und dann ist das Bettkastenelement fertig zum Einbau. Ein Stück weiter hinten in der Fertigungshalle statten Monteure die Küchenmöbel mit technischem Gerät aus. Besondere Sorgfalt ist beim Einbau des Kochfelds angesagt. Denn das ist mit Gas betrieben. Beim Anschließen muss man beachten, dass gasdicht ist, müssen wir mit bestimmten Newton müssen wir die Gasleitung anziehen, da die zu 100% dicht ist. Der kritische Bereich ist vor allem das Gasverteilerventil für Kochfeld, Kühlschrank und Heizung. Undichte Stellen könnten im Betrieb schlimmstenfalls zu einer Explosion führen. Die Fertigung der Möbel erfolgt just in time. Also kurz vor dem Einbau ins Reisemobil. Damit spart sich der Hersteller große Lagerflächen. Bevor die Möbel eingebaut werden, installieren die Arbeiter noch die Heizung. Gas- oder strombetrieben erwärmt sie das Wasser für die Heizkörper und die Fußbodenheizung. Die Monteure bündeln alle Leitungen und Schläuche mit Kabelbindern zu Strängen, damit sie bei der Möbelmontage nicht im Weg sind. Der Küchenblock ist das erste große Element, das eingebaut wird. Auch jetzt gilt wieder, bloß nichts unter den Bauteilen einquetschen.
das automatische Band zieht das Wohnmobil weiter zur nächsten Arbeitsstation. Hier werden der zweite Küchenblock mit der Kühl-Gefrier-Kombination und die Toilette eingebaut. Auch hier ist, wie beim Gas, Dichtigkeit die oberste Devise. Ein Leck an dieser Stelle würde dem künftigen Besitzer des Luxuskarawans sicherlich stinken. Der Aufbau eines Reisemobils ist eng getaktet. Fehler dürfen sich die Monteure nicht leisten. Über 220 verschiedene Grundrisse und Ausstattungsvarianten bietet der Hersteller an. Die muss jeder Mitarbeiter kennen. Nur so gibt es in der Fertigungsstrecke keine Verzögerung oder gar einen Ausfall. Alle Wohnmobilvarianten basieren auf vier Grundmodellen. Typ 1 ist ein 6 Meter langer ausgebauter Kastenwagen. Ein Caravanning Utility Vehicle, kurz CUV. Kostenpunkt 42.000 bis 50.000 Euro. Er ist mit einer kompletten Küche und Bad mit Waschbecken, Dusche und WC ausgestattet. Hinten hat der CUV ein Doppelbett und vorne eine Sitzecke, die sich zum Kinderbett umbauen lässt. Typ 2, ein Alkoven für 50.000 bis 60.000 Euro. Dieses Wohnmobil ist nur 5,5 Meter lang, hat aber ein zusätzliches Doppelbett über der Fahrerkabine. Baut man auch die Sitzecke zum Bett um, so kommt man auf insgesamt 6 Schlafplätze. Jeder Zentimeter ist hier genutzt. Um an die Toilette zu kommen, muss das Waschbecken verschoben werden. Typ 3, ein sogenanntes teilintegriertes Reisemobil. Von der Basis, in diesem Fall einem MAN, ist nur das Fahrerhaus erhalten geblieben. Dieses Modell hier ist für 2 Personen ausgelegt und innen um einiges luxuriöser als das CUV und der Alkoven. Kostenpunkt zwischen 60.000 und 80.000 Euro. Typ 4 ist die Königsklasse. Dieses voll integrierte Reisemobil ist ein knapp 9 Meter langer Dreiachser. Je nach Ausstattung kostet es zwischen 120.000 und 150.000 Euro. Üppig ist auch die Innenausstattung, inklusive Doppelbett im Heck, Bad mit Dusche und separatem WC. Dazu kommt eine Luxusküche, eine Sitzecke in Echtleder und ein extra Hubbett für 2 Personen über der Fahrerkabine. In einer Heckgarage haben 2 E-Bikes oder ein Motorroller Platz. Da dieser Luxuscamper unbeladen schon über 4 Tonnen wiegt, darf man ihn mit dem neuen Pkw-Führerschein nicht mehr fahren. Man braucht mindestens die Führerscheinklasse C1 für Lkw bis 7,5 Tonnen. Zurück am Montageband steht der nächste Arbeitsschritt an. Die Sitzecke wird eingebaut. Sie dient als Wohn-Esszimmer. Für 2 der Sitze gibt es Sicherheitsgurte, sodass während der Fahrt 4 Personen an Bord sein dürfen. Hinter der Sitzecke werden Wärmetauscher montiert, also Warmwasserheizkörper. Der Bettkasten im Heck ist das letzte große Einbauteil. Jetzt verbinden die Monteure alle Einrichtungsstücke miteinander und mit der Bodenplatte. Das ist extrem wichtig, denn während der Fahrt darf keinesfalls irgendetwas quietschen oder klappern. Deshalb werden die Einbauten nicht nur verschraubt, sondern zusätzlich formschlüssig mit Dübeln verbunden. Das bringt die erforderliche Stabilität. Nach dem Fertigstellen der Inneneinrichtung bekommt das Wohnmobil seine Außenwände. Die Seitenwände sind die größten Bauteile des Luxuscampers. Sie bestehen aus 2 lackierten Aluminiumplatten, verklebt auf wasserbeständigem, druckfestem und wärmedämmendem Hartschaum. Im Menü der CNC-Fräse wählt der Mitarbeiter das gewünschte Bauteil aus. Und schon kann es losgehen. Jetzt drücke ich auf Start. Und die computergesteuerte Maschine spult ihr Programm ab. Sie fräst die Außenform wie Radläufe und Front, dann die Öffnungen für Türen, Fenster, Gepäck- und Serviceluken und schließlich noch die Montageschlitze. Perfekt eingestellt ist. Wartet auf Millimeter, damit keine Luftanschlüsse sind.
damit keine Feuchtigkeit entstehen kann. Darum muss die Maschine auf Millimeter genau arbeiten. Das fertig gefräste Seitenteil läuft jetzt durch eine Reinigungsanlage und geht anschließend an das Montageband. Vor dem Anbau der Seitenwände sind noch einige Vormontagen notwendig. Das wird aufgrund von Platzmangel oberhalb der Fertigungsstraße erledigt. Hier bauen die Mitarbeiter die Fenster ein und bekleben die später sichtbaren Flächen der Innenwände mit Velour. Aus optischen Gründen und als zusätzliche Schallisolierung. Auch die Türen für Lade- und Serviceluken werden hier schon montiert. Eine filigrane Arbeit ist das Folieren der Außenwände. Auf die Folien kommt Wasser, gemischt mit einem Schuss Spülmittel. Das Anbringen der Folien erfordert Teamwork, Fingerspitzengefühl und viel Sorgfalt, damit keine Luftblasen unter der Folie verbleiben. Inzwischen sind auch fast alle Fenster montiert. Beim Luxuscamper sind das Rahmenfenster. Die liegen im Gegensatz zu aufgesetzten Fenstern fast flächenbündig an der Außenhaut an. Das verringert Windgeräusche. Und jetzt schauen wir uns die Innenseite des Fensters an. Und hier könnte man jetzt in etwa sehen, wie es ungefähr bei aufgesetzten Fenstern außen aussieht. Aber man kann das nicht ganz vergleichen. Hier ist der Vorteil jetzt, dass wir die Abschattung und auch das Fliegenschutzrollo integriert haben. Das heißt, beide können miteinander kombiniert werden. Und trotzdem, das Fenster kann geöffnet werden und trotzdem kommen keine Mücken rein. Die Stunde der Wahrheit. Beim Anbau der zwei größten Wohnmobilteile stellt sich heraus, ob alle beteiligten Gewerke exakt gearbeitet haben. Die Monteure schrauben die Seitenwände jetzt am Chassis fest. Weil dieses aufgrund des Radstands von 4,50 Meter leicht nach unten durchhängt, kommt eine Art Wagenheber zum Einsatz. Verschraubt wird erst, wenn Seitenwand und Karosserie bündig sind. Auch die Innenausstattung wird jetzt an den Seitenwänden fixiert. Anschließend montieren Arbeiter noch weitere Heizkörper. Langsam nimmt der Luxuscamper Gestalt an. Als nächstes wird die Frontmaske aus Kunststoff angebaut. Wischermotoren und LED-Scheinwerfer sind bereits vormontiert. An den Verbindungsstellen tragen die Arbeiter eine Dichtklebemasse auf. Ein zusätzliches Dichtungsband dämmt außerdem Geräusche und verhindert, dass Motordämpfe in den Innenraum gelangen können. Beim Verschrauben der Frontmaske quillt Dichtklebemasse aus den Fugen. Sie muss sorgfältig entfernt werden. Parallel dazu verkleiden Arbeiter die Frontschürze und montieren die Duschkabine. Die Innenwände der Dusche werden verklebt statt verschraubt. So entstehen keine Löcher, durch die später Wasser nach außen dringen könnte. Als nächstes wird die Heckmaske montiert. Sie besteht aus glasfaserverstärktem Kunststoff. Ein Monteur verkleidet den Stauraum. Die Mini-Garage ist beheizt. Und das hat einen besonderen Grund. Die Sachen hier hinten drin kühlen also nicht aus. Und wer sein Pedelec hier hinten transportiert mit dem Lithium-Ionen-Akkus, die ja sehr kälteempfindlich sind, auch die werden dann geschont. In der Duschkabine sind inzwischen die Armaturen eingebaut. Den Abschluss bilden die Kabinentüren. Sie haben einen Aluminiumrahmen, die Scheiben sind aus kratzfestem Kunststoff. Der ist leichter als Glas und bruchfest.
Hinter die Frontmaske montieren die Arbeiter jetzt eine elektrisch bedienbare Jalousie. Sie ist wichtig für die Fahrt, aber auch für das Wohnen im Luxuscamper. Mit diesem Rollladen lässt sich die riesige Frontscheibe abdecken. Zum Beispiel als Sichtschutz oder als Verdunkelung, wenn man tagsüber schlafen möchte. Während der Fahrt dient die Jalousie als Sonnenblendschutz. Ein komplizierter Einbau steht an. Das Hubbett für zwei Personen. Es ist zu schwer, um es per Hand einzuheben. Deshalb muss es eingebaut werden, solange sich das riesige Bauteil noch von oben einfädeln lässt. Geschafft. Das Bett ist drin. Der sogenannte Muster- und Prototypenbau ist die Kreativschmiede des Werks. Hier werden alle Einbauten am 1:1-Objekt geplant und getestet. Die Mitarbeiter hier sind der verlängerte Arm der Design- und Konstruktionsabteilung. Was dort am Computer entworfen wird, wird hier in die Praxis umgesetzt. Wir müssen natürlich die Prozesse hier optimieren, dass sie auch später in der Produktion natürlich auch ausgeführt werden können. Mit der Produktion werden die abgestimmt, dass diese optimal am Band die ganzen Montage und die ganzen Bandabläufe richtig sind. Die Modellbauabteilung arbeitet weitestgehend autark. Neben der Montagehalle befindet sich eine extra Schreinerei. Hier entstehen die Ein- und Anbauteile für die Neuentwicklungen. Zum Beispiel die Möbelteile, die für die Prototypen neu entworfen werden müssen. Diese 5-Achs-Fräse ist gefüttert mit den Daten aus der Konstruktionsabteilung und setzt die Vorgaben millimetergenau um. In der Montagehalle arbeiten die Techniker an einer Neuentwicklung, einem sogenannten Alkoven der Marke Weinsberg mit 6,50 Meter Länge. Das Hauptaugenmerk liegt dabei auf absolutem Leichtbau. Dazu werden auch neue Techniken und Materialien zur Verbindung der jeweiligen Einzelteile getestet. Das muss jetzt geprüft werden und zusammengebaut werden, damit man auch sieht, wie sind die Teile verarbeitbar, wie verhalten sich die Teile auch bei der Montage, wie verhalten sich die Teile auch beim Fertigen und im Endeffekt, wenn das fertige Fahrzeug da ist, soll es ja auch stabil sein und langlebig. Und da sind wir jetzt dran, dass wir hier dieses Fahrzeug so optimal fertigen und vorplanen, wie es geht. Die Mitarbeiter des Prototypenbaus überprüfen heute, ob sich das neu entwickelte Dach auch problemlos auf das Alkoven-Reisemobil aufsetzen lässt. Die letzten Vorbereitungen. Die Monteure befestigen alle Kabel so, dass sie beim Dachaufsetzen nicht eingeklemmt werden. Anschließend tragen sie eine Dichtklebemasse auf die Oberkante der Reisemobilwände auf. Per Vakuumheber kommt jetzt das über 7 Meter lange Dach angeschwebt. Nicht nur die Fertigung, auch die Montage des neuen Daches ist schwierig. Durch die ganze Länge und dadurch, dass die ganze Fahrzeug relativ große Kontur hat, ist ein gewisser Aufwand hier auch natürlich da, da man das Dach richtig positioniert und richtig natürlich auf Fahrzeug bringt. Der Vorteil natürlich für den Kunden, er hat nirgendwo Kanten, nirgendwo Öffnungen, die sie irgendwo undichtig werden können, weil das ganze Dach in einem Stück komplett rundum gefertigt ist. Die Dachmontage hat reibungslos geklappt. Jetzt müssen die Techniker nur noch die vordere Schürze am Alkovenradius fixieren. Und schon rollt die Bodenplatte für den nächsten Prototypen an. Es soll auch ein Alkoven werden, allerdings einen halben Meter kürzer als der, bei dem gerade das Dach montiert wurde. Ist eine neue Herausforderung natürlich, das gleiche Fahrzeug zu fertigen, was kürzer sein muss. Sprich, das ist jetzt der Boden, den bereiten wir jetzt vor. Mit den Radkästen, mit den Gasleitungen, mit den
Verlegungen, die alle unter Boden sind, sonst wird er verheiratet mit dem Chassis. An der Fertigungsstraße für das Luxusreisemobil steht jetzt die Dachmontage an. Auch hier geben die Monteure zunächst wieder eine Dichtklebemasse auf die Auflageflächen. Die ganzen Kabel, die jetzt vom Dach raufkommen, müssen jetzt hier in die Spalte rein, damit wir hier kein Kabel vergessen und keins eingeklemmt wird. Die Dachmontage ist aufwendig und kompliziert. Doch das Montageband zieht das Wohnmobil unerbittlich weiter. 37 cm pro Minute. Zum Fixieren des Dachs nehmen die Arbeiter eine überdimensionale Schraubzwinge zu Hilfe. Mit dieser pressen sie die Seitenwände zusammen, die sich bei ihrer Länge von fast 9 Metern ein Stück weit nach außen wölben. Auf die Schraubenlöcher tragen die Mitarbeiter eine Dichtmasse auf und verkleben anschließend ein Aluminiumdichtband. Darüber montieren sie eine seitliche Kantleiste. Schablonen sorgen dafür, dass die Kantleiste exakt sitzt. Die Kollegen schrauben jetzt das fest und durch das Schrauben wird das Aluminiumband, das Dichtband gepresst und durch das wird es dann auch dicht. Optischer Abschluss ist eine Sichtblende über der Anschlusskante von Seitenwand und Dach. Nächster Schritt, die Satellitenschüssel wird montiert. Auf eine Dichtmatte bringen die Arbeiter eine Montageplatte mit Gewindestiften auf. Jetzt wird sie geklebt und verschraubt. Die herausquellende Dichtklebemasse zieht der Monteur ab, danach kann die Satellitenschüssel angeschraubt werden. Die nächsten Arbeiten an der Außenhülle des Luxus-Wohnmobils stehen an. Vorne wird jetzt die Motorhaube montiert. Sie muss sich natürlich ohne Klemmen öffnen und schließen lassen. Die Außenspiegel haben bei dem fast 9 Meter langen und über 2,30 Meter breiten Luxuscamper Ausmaße wie bei einem Omnibus. Zum Beifahrersitz gibt es keine direkte Tür. Nur die Eingangstür zum Koch-, Ess- und Wohnbereich. Auch sie muss leichtgängig sein. An das untere Ende der Seitenwand schraubt ein Monteur dann noch die Abschlussschürze und versieht sie mit einer Chromleiste. Mit den Blenden für die Radläufe sind die Arbeiten an der Außenhaut des Luxus-Wohnmobils jetzt fast beendet. Die erste wichtige Sicherheitsprüfung steht an. Die Gasdichtigkeitsprüfung mit Druckluft. Ein Mitarbeiter mit entsprechender Ausbildung und Berechtigung führt sie durch. Die Gasanlage wird auf über 150 Millibar aufgeblasen oder im Fachjargon aufgedrückt. Das wird jetzt 10 Minuten gehalten und dann darf er rein rechtlich, dürfte er jetzt um 10 Millibar abfallen, aber wir machen es auf Nummer sicher. Bei uns über 0,003 Bar ist er dann undicht. Das hieße, die gesamte Gasanlage müsste noch einmal überprüft werden. Also das Signal, was man jetzt hier hört, das sind die 10 Minuten Frist, die wir jetzt gehabt haben. Wir haben jetzt 2,9 Millibar Abweichung. Also das ist ein Hauch, das ist nichts. Und darum ist dieses Fahrzeug für uns jetzt gasdicht. Für den Check im Innenraum schließt der Techniker eine Gasflasche mit Druckminderer an. Der vorherige Test lief mit 150. Jetzt herrscht der Betriebsdruck von nur 30 Millibar. Am Kochfeld brennen nun die Gasflammen. Was jetzt dann wichtig ist, was der Mitarbeiter auch noch testet, schaut's da mal aus. Das ist jetzt dann, jetzt hört man dann nach ein paar Sekunden einen Klicken. Das ist jetzt dieses Klicken, das ist ein Magnetventil eingebaut. Wenn man jetzt, das ist die Sicherheit, wenn jetzt die Gasflamme ausgeblasen wird oder auch irgendwelchen Gründen auch immer auslöscht, dann wäre ja das Gas und würde das Gas die ganze Zeit einströmen ins Fahrzeug. Und durch das muss nach 10 Sekunden ungefähr, wenn die Gase erlischt, das Magnetventil schließen, dann kann kein Gas mehr entweichen. Auch hier ist alles in Ordnung. Die Heizung im Gasbetrieb prüfen die Techniker über das Wasser. Hier ist es kalt. Dann drehen wir rüber auf warm.
Da merkt man es halt, dass es um 2-3 Grad wärmer ist und dann weiß man, dass die Heizung funktioniert. Erneut geht das Reisemobil auf die Hebebühne. Die Mitarbeiter montieren die Rathausschalen. Kabel, die noch herunterhängen, werden in die dafür vorgesehenen Schächte verstaut. Anschließend werden Revisions-, also Serviceklappen montiert. Zu den letzten Handgriffen gehört das Verlegen der Abwasserrohre der Toilette. Danach wird Unterbodenschutz aufgebracht. Zurück auf der Montagestraße fährt das Wohnmobil seiner Vervollständigung entgegen. Der nach vorne verlängerte und seitlich verbreiterte Armaturenraum bekommt seine neue Abdeckung. Komfort ist bei diesem Luxus-Camper Programm. Die Echtledersitze haben eine Luftfederung, die Bodenunebenheiten bei der Fahrt ausgleichen soll. Mit einem Spezialkran heben die Monteure die Sitze in das Fahrzeug. Die Sitze, die man auch zur Wohn-Essecke drehen kann, sind elektrisch verstellbar. Der letzte große Arbeitsschritt an der Außenhülle ist die Montage der riesigen Panorama-Windschutzscheibe. Dafür bringen die Glasspezialisten Justiervorrichtungen an der Karosserie an. Damit lässt sich die Scheibe exakt ausrichten. Auf die Scheibenränder tragen die Mitarbeiter eine Dichtklebemasse speziell für Glas auf. Ein paar Drehungen an der Justiervorrichtung und die Scheibe sitzt perfekt. Mit Klebestreifen fixieren die Monteure die Scheibe in der richtigen Position. Denn der Glaskleber braucht eine Stunde, bis er so weit ausgehärtet ist, dass sich die Scheibe nicht mehr bewegen lässt. Letzte Station am Band, die Endkontrolle. Servus. Servus. Hast du irgendwelche größere Mängel, konstruktiv oder Serienfehler? Ja, konstruktiv ist jetzt eigentlich nichts mehr. Mhm. Also haben wir alles abgestellt. Ein paar Einstellungssachen, aber das ist ja eigentlich meine Arbeit. Nein, das ist klar. Ne? Also dann kann man sagen, er ist dann soweit in Ordnung. Soweit in Ordnung, ja. Also bei uns läuft es so, wir bauen einen Prototypen von dieser Serie. Dann bauen wir eine Nullserie mit 2 Fahrzeugen. Und das ist jetzt die erste Serie nach der Nullserie mit 5 Fahrzeugen. Ich habe mit dem Kollegen gesprochen, ob wir konstruktive Probleme haben. Ist jetzt verneint worden. Das zweite ist dann, ob wir Fertigungsprobleme haben. Ob man irgendwelche Staukästen nicht so einbauen kann, weil man es nicht mehr einstellen kann. Und das dritte ist, ob man es so am Band dann später bauen kann. Das heißt also, dieses Fahrzeug ist für mich nach dem 7. Fahrzeug, was wir jetzt, also 8. Fahrzeug, was wir gebaut haben, serienreif. Wir können jetzt jederzeit dieses Fahrzeug so in Serie dann bauen. Da jedes Wohnmobil individuell ausgestattet ist, hat jedes auch eine andere Gesamtmasse. Vor dem Wiegen schließen die Monteure eine Abgasabsauganlage an. Da der Sun i900 über 8,80 Meter lang ist, muss man ihn in 2 Etappen wiegen. Zuerst das Gewicht auf der Vorderachse. Bei dieser aufwendigen Ausstattung beträgt es 2490 Kilogramm. Der Wert hinten 1780. Zusammen also 4270 Kilogramm Gewicht. Bei Preisen zwischen 120.000 und 150.000 Euro muss alles am Fahrzeug perfekt sein, ordnungsgemäß funktionieren und es darf natürlich keinerlei Beschädigungen geben. Die Mitarbeiter der Abteilung Qualitätskontrolle nehmen das Luxusreisemobil genau unter die Lupe. Man sieht sie jetzt hier zum Beispiel, hat der Kollege einen Kratzer entdeckt. Da müssen wir jetzt das Teil wieder ausbauen. Das ist zwar viel Aufwand, aber wie gesagt, es soll ja 100% ausgeliefert werden. Und hier zum Beispiel, wenn ein Kreuz dran ist, dann bedeutet das für unsere Mitarbeiter, die da nacharbeiten, dass drinnen was passiert ist. Wenn man jetzt da aufmacht, ich kann es jetzt nicht genau sagen, aber ja, hier sind ein paar Beschädigungen. Hier haben wir dann auch noch ein Kreuz. Da müssen wir mal gucken, was da drinnen ist.
Ja, genau, das sind Beschädigungen, die wo bei der Montage vermutlich passiert sind. Dann wird das Teil ausgetauscht und wird eine neue Platte eingebaut. Danach geht die Fehlersuche außen am Luxuswohnmobil weiter. Dann haben wir hier noch ein Kreuz. Jetzt gucken wir mal, was da defekt ist. Aha. Das ist die Einstellung der Tür. Die muss noch mal nachgestellt werden hier oben. Da rufen wir jetzt gleich mal einen Kollegen. Siehst du, müsstest du das Scharnier ein bisschen weiter nach innen setzen. Eine Kleinigkeit, die für den künftigen Besitzer trotzdem ärgerlich sein kann. Die Korrektur dauert nur ein paar Sekunden. Ja, passt. Dann können wir das Kreuz wieder runter machen. Die Tür ist repariert. Dann haben wir einen gleichmäßigen Abstand. Nach knapp 2 Stunden sind alle Fehler behoben. Jetzt fehlen nur noch die Lederpolster für die Sitzecke. Damit ist das Luxusreisemobil jetzt komplett fertig. Nach 16 Stunden Bauzeit auf der Montagestraße und nach der Qualitätssicherung stehen 2 finale Tests an. Test Nummer 1 muss im Freien stattfinden. Funktionieren Fernseher und Satellitenanlage? Zuerst fährt Serienbetreuer Jürgen Spannbauer den Monitor im Innenraum aus. Dadurch hebt sich gleichzeitig die Satellitenschüssel auf dem Dach in die Vertikale. Automatisch sucht sie den voreingestellten Satelliten. Nach 30 Sekunden hat sich die Schüssel ausgerichtet. Die Fernsehprogramme sind jetzt empfangbar. Wer auch im freien Fernsehen will, kann sich für 2.500 Euro Aufpreis einen Außenbildschirm bestellen. Jetzt geht es einmal quer durch das Werk. Ziel ist die letzte Teststation. Sie ist wohl die wichtigste für ein Feriendomizil auf Rädern. Die Beregnungsanlage. Hier wird sich herausstellen, ob das Fahrzeug auch absolut wasserdicht ist. Die Berieselungsanlage lässt sich mit einer Fernbedienung aus dem Inneren des Wohnmobils heraus steuern. Eine volle Stunde läuft das Programm. Die ganze Zeit über wird akribisch geprüft, ob irgendwo Wasser eintritt. Das Ergebnis: alles dicht. Der Luxuscamper kann jetzt seine Reise zum Vertragshändler antreten. Die Hersteller von Reisemobilen erleben eine goldene Zeit. Die Nachfrage an Urlaubsdomizilen auf Rädern ist so hoch wie nie zuvor. Und so profitiert auch das Werk in Niederbayern von dem Boom und der Lust auf das Verreisen im eigenen Heim.